Gabler! Gabler! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online KDF oder KVS oder Klingonenseite. Genau. Oder die mit dem grünen Licht. Grünes Licht? Rotes Licht. Mann, jetzt wollte ich mal was sagen und nichts war's. Gut. Mittlerweile ist unsere Konsole hochgefahren. Ja, genau. Und jetzt können wir auch die Nachricht der Föderation dekodieren. Machen wir mal. Die Notiz enthält Captain Scholeks Befehlscode und den folgenden Text. Hier spricht Captain Scholek von der IKS. Ich hätte lieber was nehmen, so was man aussprechen kann. Wir haben den von Ihnen gesuchten Gefangenen und ich möchte nicht gefangen genommen oder getötet werden. Ich werde Ihnen erlauben, mit Ihren Shuttles an Bord meines Schiffes zu kommen. Als Gegenleistung erwarte ich meine Freilassung, sobald Sie den Gefangenen haben. Ist ja voll die Pussy, ey. So ein Bittach. Das ist echt voll die Pussy, ey. Voll Bittach. Voll Bedacht, guten Dach ist das, ey. Meine Crew darf niemals etwas davon erfahren. Bewaffnen Sie also Ihre Enterkommandos und erwarten Sie Widerstand, sobald Sie an Bord kommen. Na, den ersten Offizier, erzähl mal das mal. Sie haben diese Mitteilung von Enterkommando der Föderation gefunden. Mein Verdacht über unseren Petak von Captain hat sich bestätigt. Petak heißt das sowas wie Feigling, oder? Ja. Okay. Seit Monaten sehe ich Anzeichen für Jureks Feigheit und Inkompetenz. Das hier ist der endgültige Beweis, den ich benötige, um ihn herauszufordern. Der Alte ist wie so eine alte Oma, ey. Ich sehe, oder wie so eine alte, so ein Küchenvibe, so ein Waschvibe. Ich sehe, dass sie nahe an den Zellen sind. Ich möchte, dass sie dort mit den Gefangenen der Föderation sprechen. Finden sie raus, weshalb er so wertvoll ist und erstatten sie anschließend direkt Bericht. Kapla. Okay. So. Kann man hier reingehen? Oh, gleich in der Flanke hier noch schön. Oh, da ist noch einer. So. Keiner mehr? Keiner mehr. So hätten Orionerin ausgeschaut. Man muss dazu sagen, so. Wer einen Charakter möchte. Mit quasi Bikini. Mit wirklich wenig Kleidung. Nur für die, die es gerne brauchen. Wieso kann ich eigentlich Gefängniswärter anweisen? Das mache ich gerade. Hm. Wir tun alles, dass der Gefangene nicht befreit wird. Weil dann, da muss auf jeden Fall eine Orionerin spielen, weil die kann so gut wie gar nichts tragen. Mhm. So. Das kann sich auch wirklich nicht jeder leisten, sowas musst du auch dazu sagen. Okay, so wie der Typ aussieht, ist er Sektion 31. Mhm. Mit den Gefangenen sprechen. Das ist vielleicht Edel Drake. Nee. First off, this is Captain Jurlek's ship, correct? And if my hunch is correct, Jurlek allowed the Federation to land in an effort to rescue me, thereby saving his own hide in the process. It's my business to know things. Does First Officer Duran know of the Captain's betrayal? If she does, I expect she's already challenged and killed Captain Jurlek by now. Honor duels in the Klingon chain of command. Es gab die Hintergrund sich beschießen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist komisch. And if you win, you get their rank and position. Das habe ich nur vor lauter Gucken, was die Schießen nicht gelesen. Ja, wir sollen den Captain rausfordern. I regret to inform you that she has been relieved of her duties. Permanently. But I am glad it is you who called. You are my new first officer. I suggest you make your way to the bridge and prepare to follow my orders. In den Rücken. Mhm. Ein Klingone tötet niemals seinen Gegner von hinten. Entweder ist das Zufall, dass das so ist, oder die haben echt auf das Detail geachtet. Ich tippe aufs Detail mal. Ah, now it makes sense. As my new first officer, I hope you are not as foolish as Doran was. Or do you want to join her in death? Also ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Tutorial richtig. Mhm. Captain Jurlek killed First Officer Duran.
Klar ist er, das guck mal die Narbe. Duran should have been able to get the job done. Also sie hätten den Charakteren, den eigenen Charakteren ruhig die Stimme geben können. Captain Jurlak wants to trade me for his life. More of your crewmates will die in the process. If you have other plans, well, don't let me tell you what you need to do. Die Handlung, Captain Jurlak, geben Ihnen das Recht, ihn zu einem Duell bis zum Tod herausfordern. Wenn Sie ihn besiegen, erhalten Sie das Kommando über die Chi-LP. Chi, muss ich mal merken. Wie würdest du Y-I-H aussprechen? Ha-Chi. Ja, da ist ja kein A drinnen oder sowas. Y-I-H. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Gefangenen zurücklassen. So. Genau. Wenn sie gewinnen, übernehmen sie den Rang des Ausgeforderten. Das gilt. Ach, hier kann man noch ein paar. Also hier war Jungs schnell umlegen. Also wenn die Schrotflinte ein bisschen mehr Schuss machen würde, dann wäre es echt nicht schlecht. Ja, wäre es echt ein bisschen einfach, wenn die mehr Schuss machen würde. Ja, die kann ja von mir aus ruhig, die hat ja schon eine lange Nachladezeit, wenn du so siehst. Aber dafür brauchst du noch viel zu viel Schuss, um einen niederzulegen. Auf Turbolift. Ach, da hinten ist nochmal ein Turbolift oder wie? Da geht's wieder auf die Brücke. Achso, anweisen. So, ich bin auf der Brücke. Ich warte auf dich, bis du auf der Brücke bist, damit wir ein bisschen zeitgleich sind. Ich bin auf. Nein, noch nicht. Ich laufe zur Brücke, bin hinter der Brückentür. So, da unten. Durch die Brückentür. Okay, ich bin auch auf der Brücke und stehe jetzt vor dem Captain. Und wir konfrontieren ihn. Und wieso ist eigentlich der Captainstuhl weg? Okay. Konfrontieren. Sie haben es geschafft. Sie sind bereit, ihren neuen Rang einzunehmen. Ich bin Myres. Ich übernehme nun meinen Posten als erster Offizier. Ich diene dem Captain, vertrete jedoch die Crew. Und mit die Crew vertreten nehme ich an, meinen sie, den Captain töten und seinen Platz einnehmen? Törichtes Kind. Sie verstehen rein gar nichts. Die Föderation ist der Feind, den das Klingonische Reich nicht besiegen kann. Immer wieder, nun schon seit Jahrhunderten, bekämpfen wir die Föderation. Und als wir Verbündete waren, beherrschte sie uns und verwässerte unsere Kultur mit der ihren. Wir können sie nicht einnehmen. Wir sollten es erst gar nicht versuchen. Wir werden unsere Siege davontragen. Aber ich werde keine Konfrontation mit der Föderation eingehen, wenn es eine Möglichkeit gibt, einem Konflikt auszuweichen. Das ist nicht Feigheit, das ist Überleben. Lediglich ein Feigling und Narr würde klingonische Krieger opfern, um seine eigene erbärmliche Haut zu retten. Sie sind nicht länger für dieses Kommando geeignet. Du denkst, du könntest mich töten, Welpe? Das passt sogar auf halbwegs. Du kannst es gern versuchen. Fordern Sie Captain Jurlak heraus und beanspruchen Sie das Kommando für sich. Oh. Geht aber auch gleich ab. Na, pass mal auf, Kollege. Na, ich hab mich schon runter. Ich auch. Und mit dem Messer. Und drauf. Siehst du, wir haben wenigstens von vorne, verstehst? Ja, ich habe ihn nicht mal getroffen mit dem Messer. Zumindest wirkt es so. So, und so wird man bei den Klingonen Commander eines Schiffes. Genau. Sir, ich sehe, Sie sind nun der Captain. Ich bin Kigang, Sohn der Kea. Ich übernehme nun meinen Posten als erster Offizier und diene den Captain, Vertreter jedoch die Crew. Ich werde den Kommandowechsel in den Kampfbericht eintragen. Möchten Sie, dass ich mich an die Crew wende? Informieren Sie die Crew. Ich möchte, dass die Reparaturarbeiten umgehend beginnen. Ey, der hat einen Föderationsphaser in der Hand. Ja, warum nicht? Sind da genug Leute da gewesen? Oh, Brüste. The former second officer is now in command of the ship by right of combat. I am now the first officer. The captain has ordered us to prepare the ship for combat. We're going after the Federation Targs who dared board our ship. Schön, wie die Toten unten verschwinden. Hm. Haben sie einfach aufgelöst. So, jetzt können wir mal zeigen, was eine Blondine drauf hat. Achso, stimmt, du bist ja eine Blondine. Antriebe und Schilde online. Sir, ich erwarte die Waffen in Kürze. Unsere Tatenverrichtung kann etwas länger dauern. Kapla! You are now in command of the ship.
Wir haben das Duell aufgegeben und holt um das Kommando des Schiffes gewonnen und sind jetzt sein Befehlshaber. Die angreifenden Föderationsschiffe befinden sich noch in der Nähe. Die IKS Sekpar, da war der Text weg. Also ich hätte ganz gerne hier meinen Captainstuhl bitte mal wieder hier auf dem Ding. Ja, das kann ich jetzt ganz gleich dem Lieutenant Gukan sprechen. So, was hat er denn zu sagen? Tutorial, Herausforderung, wie lauten Ihre Befehle? Mission erfüllen. Was ist die Mission? Level 2. Okay. Kommando übernehmen. Oh, jetzt habe ich den Föderationsladebildschirm. Oh ja, ich auch. Captain, es gibt kein Anzeichen der Sekpar auf und den Scannern. Wir wissen nicht, ob die Föderation sie zerstört hat, doch ich schlage vor, uns vorerst keine Gedanken darüber zu machen. Antrieb und Schutzschilde sind funktionstüchtig. Aber wir benötigen Iridium, um sofortige Reparaturen an den Systemen vorzunehmen. Unsere Iridium-Vorräte sind jedoch bei dem Hinterhalt verloren gegangen. Mit etwas Glück gibt es einige Asteroiden in der Umgebung, die möglicherweise beinhalten, was wir benötigen. Mit E beschleunigen Sie und bla bla bla. Das habe ich auch vor. Lassen Sie uns Iridium finden. Auf jeden Fall, Kekang meldet sich zum Dienst. Kekang, okay. So, erstmal hier unten meine 4. Okay. Stationen. Hier unten meine Dinger mal aktivieren da hier, ein bisschen vorbereiten auf. Das ist erstmal ein bisschen hier auf Energie auf Waffen. Genau, das auf jeden Fall. So, dann die Waffen auf Autofeuer. Tarnung, was hat er gesagt? Tarnung braucht noch ein bisschen. Aber Tarnung funktioniert doch schon. Ja, die würde sogar gehen, ja. Ja, die geht. Ach, da fällt mir gerade ein. Ist denn das schon eingestellt? Optionen? Steuerung? Ne, Tastenfunktionen? Schilde vor. Ach, hier. Was ist das? Ich muss hier noch mal... abfeuern, Torpedos abfeuern. Hätte ich nämlich gern auf. Warte mal. Hut neu anordnen? Kann man, das konnte man doch laden, okay. Oder? Irgendwie ja, aber das habe ich jetzt. Weil dann tue ich auf jeden Fall. Spezielle Schiffsablage. Irgendwo Tarnung. Machen wir das mal so. Voller Impuls. Bis dahin. Dann hauen wir gleich mal die hier wieder raus. Mir geht es nur darum. Man konnte das laden, soweit weiß ich das. Ja. Das können wir ja nachher noch probieren. Ne, ich tue hier nur gerade, weil ich diese Brückencrew-Anzeige wegmache. So. Achso. An die habe ich mich mittlerweile sogar gewöhnt. Naja, die habe ich weggemacht. So. So, ich fliege vorwärts. Ich auch. Man hat noch keinen vollen Impuls. Jetzt will ich mal gucken, was R ist. Achso, R ist eigentlich nur mal voll im vollen Impuls, da wieder voll stehen bleiben, vollen Impuls, also. Also ich kann auch sagen, Tarnung funktioniert und es ist schon wieder dieses. Wo war es drin? Steuerung. Dem Ziel folgen. Freie Kamera bitte. Okay. So, das ist auf jeden Fall ein schön klassischer klingonischer Bird of Prey. Und er ist getarnt. Nee, meiner nicht. Ja doch, die Tarnvorrichtung funktioniert schon. Ja, ich habe es aber wieder ausgemacht. Das Ding ist ja so, dass in Star Trek Online der klingonische Bird of Prey der einzige ist mit einer Kampftarnung, sprich der auch im roten Alarm tarnen kann. Steuermann, voller Stopp! Ich schlage vor, dass wir die Scanner benutzen, um herauszufinden, ob dieser Asteroid Iridium erhält. Scannen wir mal. Tja. Lässt sich kein Iridium nachholen. Es gibt noch ein Asteroid in der Nähe, vielleicht haben wir dort mehr Glück. Ja, also auf zum nächsten. Full Impulse. Ja, das haben wir schon. Wir fliegen schon mit Full Impulse. Danke für die Info, Computer. So. Also wie gesagt, ich mach's Klingonen-typisch, ich flieg getarnt. Ne, ich nicht, ich bleib noch. Weil du musst zum Scannen, musst du eh wieder. Nein. Nicht? Bis jetzt nicht. Und ich scanne. Ich kalibriere. Ich kalibriere auch. Hat mehrere Iridium-Dinger gefunden. Jetzt kommt das Schöne an dem Bird of Prey, wenn man auf roten Alarm geht. Die Flügel gehen runter. Oh, haben wir schon was gefunden. Aber ein bisschen ist das doch auch wie bei der Föderationsseite gewesen. Da musstest du doch auch so drei Felsen zerstören und was einsammeln. Ja, das war glaube ich schrottend bei denen. Sprechen Sie mit dem ersten Offizier.
Captain, ich hab... Bist du dort auch soweit? Moment, ich spreche mit dem ersten Offizier. Gut. Captain, ich erfasse ein Notsignal der Sternflotte. Scheint, als sei eine Fregatte, die auf der Suche nach uns war, in ein nahegelegenes Asteroidenfeld geraten. Sie ist manövrierunfähig. Dürfte ich vorschlagen, unsere Kampfberichte zu ergänzen, indem wir diese Föderationsabschaum entledigen? Na, Befehle, Sir. Bereiten Sie sich auf die Schlacht vor. Da hinten. Also Tarnung und los. Es gibt doch auch einen Bonus, dass man, wenn man aus der Tarnung hinausfeuert, dass man da Dinge hat. Wenn du dich enttarnst und dann gleich draufhaust, da gibt es noch ein bisschen Boni. So, erstmal näher hinfliegen. Und vor allem, du kannst halt schön gemütlich noch deine Waffenenergie aufladen lassen aus dem vollen Impuls, wo du draufhaust. Und du kannst schön auf die Flanke. So, ich gehe auf unter 5 Kilometer. So. Und jetzt werden die Leute mal sehen, wie das funktioniert. Markiert. Ja, enttarnen und feuert. Und schon gleich die seitlichen Schilde weggeschossen. Also ja, mit zwei Salven habe ich ihn auf 10% runter. So, und? So, da hinten sind gleich die nächsten Gegner. Schnell. Genau, und das halt. Aber das ist keine Kampftarnung, ne? Ne, bei dem nicht. Ich glaube, das ist erst ab dem nächsten Level. Also ab dem nächsten Schiff. Okay. Sprechen Sie mit dem ersten Offizier. Bist schon soweit? Ich werde hier gerade angegriffen. Achso. Es sind noch zwei Schiffe. Ja, wie? So. Jetzt hab ich's. Ja. Oder bist du im Gefecht? Ich bin schon fertig. Okay, sprechen Sie mit dem ersten Offizier. Captain, der Ne, mach ruhig. Captain, der Wissenschaftsoffizier hat festgestellt, dass wir die Sekpar nicht finden können, weil die Föderation unsere Sensoren stören. Zu ihrem Nachteil konnten wir doch den Standort der Schiffe bestimmen, die uns stören. Meine Empfehlung lautet, diese Schiffe zu vernichten, damit wir die Sekpar lokalisieren können. Dieser Kampf wird härter als alle bisherigen. Doch die Crew fühlt sich der Herausforderung gewachsen. Ihre Befehle, Sir. Tarnvorrichtung vorbereiten. Ja, ich bin eh schon getarnt, passt. Ja. Genau. Das war gerade die Info. Tü. Dann fliegen wir mal. Gut, einen Kreuzer würde ich ungefähr von der Seite angreifen wollen. Was gepanzerte Fregatte der Shikar-Klasse, das ist doch... Ja, das ist im Endeffekt die Miranda-Klasse, nur die Taktik-Version. Genau, deswegen fliegen wir erstmal hinter die Schiffe natürlich. Es wurde ja schon öfters erwähnt, ob wir bei PvP und so mitmachen. Also wenn, dann mache ich mit den Klingonen mit. Da macht irgendwie was rein Schadenausteil und so angeht mehr Spaß für dich. Bam. Zerstört. Schiffsexplosionen verursachen Schaden. Bringen Sie Abstand zwischen ihnen und... Ja, Text weg. Und eine Explosion vermutlich. Ich hab gescannt. Oh, ich scanne gerade. Hast gescannt? Ja. Hier spricht Captain Kacke wollte ich schon sagen. Kakda. Ne, Kakda. Wer kackt denn da? Von der IKS Sekpa. Kakda von Sekpa. Oh Mann ey. Wo ist Captain Jolek? Jolek ist tot. Ich habe den Feigling um das Kommando über die Miala herausgefordert und bin aus dem Kampf als Sieger hervorgegangen. Miau. Ha! Endlich dieser elende Tepa heißt es doch, oder? Tepa war viel zu lange eine Plage. Glückwunsch, mögen Sie Ihrem Schiff und Ihrem Haus Ehre bringen. Übrigens, möchten Sie sich uns im Kampf gegen diese Petak der Föderation anschließen? Meine Langstreckenkommunikation funktioniert nicht, daher kann ich in den Hohen Rat nicht über die Lage in den Kette setzen. Kabla, unsere Disruptoren dürsten nach weiteren Föderationshüllen. Miau. Miau. So voll. So, Miau. Oh Mann, eine Pussy, ey. Miau.
Kommunikationsoffizier, ja. Melden Sie sich und beim Hohen Rat geben Sie unsere Koordinaten durch und sagen Sie, dass Sie die Sekpa-Unterstützung benötigt. Lassen Sie uns die Sekpa retten. Kapla! Ja. Oh Mann. So, da oben. Gleich wieder Tarnung. Da hinten sind sie. Föderationsschiff ruft uns. Warte mal. Auf den Schirm oder mach mal Angriff? Angriff. Angriff. Wieso sollten wir erst reden? Die Musashi ist das. Ja, okay, Angriff. Vor allem da hier wir gegen den gegen eine Galaxy-Klasse. Das erinnert mich irgendwie an den 7. Kinofilm. Ja, Moment, aber du musst sagen, eine Galaxy-Klasse hat auch schon echt böse gegen einen in der falschen Situation ausgesehen, wenn es sich so ein Ding enttarnt und. Mhm. Ja, das Ding ist halt, das haben sie mal schön gezeigt, dass das Schiff im Endeffekt auch kein massiver Klotz ist, sondern wenn die Schilde weg sind, dann muss die schon übelst einstecken. Ja. Das hat man im 7. Kinofilm schön gesehen. Ein paar Torpedos und das Schiff war im Arsch. Ja, es ist eben der Sinn von Torpedos. Die gehen ja eigentlich durch die Schilde fast, also kinetisch halt ziemlich gut durch. Ja gut, im 7. Kinofilm haben sie ja die Frequenz gehabt, das sind sowieso durch die Schilde. Gut, zerstört. Echt? Oh, dann muss ich noch ordentlich. Ich habe meine Torpedos leider bis zu frühzeitig abgeworfen. Also sprich, bevor die durch die Schilde sind. Oh, da ist noch ein Bird of Prey. Okay. Oh, ich habe Unterstützung bekommen. Noch ein K7-Kreuzer. Oh, ich muss ein bisschen wegfliegen, sonst habe ich das gleich im Schild hängen. Ja, ich habe es im Schild kleben. Klasse. Ein Kedinga. Mhm. Oh. So, jetzt fliegen sie alle weg. Die meisten Missionen können aus der Ferne abgeschlossen werden. Klicken Sie dazu auf das Symbol neben der Mission, um Ihrem Kontaktmeldung zu erstatten und die Mission abzuschließen. Kontaktieren Sie Captain Kakta. Wollen wir den in der nächsten Folge kontaktieren? Ich habe schon drauf gedrückt. Okay. Wir werden hier bleiben, während die Reparaturarbeiten ausgeführt werden. Sie müssen den Gefangenen der Föderation jedoch umgehend nach Kornos bringen. Der Hohe Rat erwartet ihn. Vermutlich würden sie ihn gern ins All schießen. Mir ging es jedenfalls so. Doch das würde ihre Karriere rasch beenden. Bringen Sie ihn einfach nach Kornos. Und kostenlose Schiffsraum, Schiffsmodifizierung, Kleiderwechsel, schwere Dual-Disruptorenkanone MK2 gibt's da. Weiter. So, und jetzt würde ich sagen, nach Kronos warpen wir in der nächsten. Genau, jetzt wo wir Krieger 3 sind. Genau. GZ übrigens, Kapla. Komm hier, bei Klingon bei den Klingonen sagen wir nicht mehr GZ, sondern sagen wir mal Kapla. 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 What's up? What's up? Ja. Gut, bevor mein Mikrofon übersteuert. Bis dann, tschüss. Tschüss.